So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge PvP Action. Wir sind im Blitzschlachtfeld und in der Kriegsschlacht und auf der Seite der Horde. Also alles sehr weird, aber nichtsdestotrotz werden wir, egal ob Horde oder Allianz, unser Bestes tun und versuchen zu verteidigen gegen Allianzler. Also wenn sie so spielen, wie sie sonst immer spielen, dann haben wir zwei Optionen. Entweder wir werden nicht einen einzigen Allianzler hier in diesem Flaggenraum sehen, weil sie ja sonst ja so gerne Zergen gehen. Ne? Das ist ja auch eher Passion so. Oder noch besser, es kommt immer einer nach den anderen und sie sterben eins nach den anderen. Wenn wir schaffen, sie im 1v1 zu besiegen. Das ist natürlich immer so eine kleine Voraussetzung, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir da eventuell das ein oder andere doch zu unseren Gunsten drehen können. Wird sich, denke ich mal, gleich so ein bisschen herausstellen, wie wir das Ganze angehen werden. Wir warten erstmal so auf unsere Opfer, falls es überhaupt welche geben wird. Wie ich schon sagte, es sind halt Allianzler und ich kenne Allianzler ziemlich gut. Ich meine, wenn man für sie spielt eine ganze Zeit lang, dann hat man ungefähr irgendwann so das System herausgefunden, wie diese Kollegen funktionieren. Und so wie ich das gerade so ein bisschen schon beobachten kann, unser Boy ist schon zur Hälfte durch. Keiner kommt, um hier irgendwie eine Flagge noch zu snacken. Erinnert mich tatsächlich an, ja, Alice. Also nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Ja, jetzt kommen die halt, aber boy, it's a bit too late, my friend. Ich werde ihn die Flagge picken lassen, einfach aus dem Grund, weil kann ich nichts machen. Es sind viel zu viele außerdem. Das ist für uns unmöglich, da noch irgendwas rauszuholen an der ganzen Kiste. Dementsprechend lassen wir ihn... Oh. Ich weiß gar nicht, wieso er mich gefunden hat, aber akzeptiere ich so. Das weiß gar nicht, wieso er mich gesehen hat, obwohl er eigentlich mich nicht sehen konnte. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben jetzt so ein bisschen was aus unserer Trinkkiste rausgreifen müssen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Nur leider bin ich der ganz klaren Meinung, dass wir hier wahrscheinlich nicht lange überleben werden. Selbst mit meinen ganzen Getränken, die wir hier so schön gesnackt haben. Oh, aber der Damage! Der Damage, der ist doch gar nicht mal so schlecht, wenn nur leider so ein bisschen mehr von mir noch kommen würde. Komm, ich gebe ihm noch ein CC rein, mehr ist da auch nicht drin. Er ist viel zu viel Death. Aber ey, ist es so, wie ich es gesagt habe, wie das bei der Allianz ist? Es ist exakt genau so, wie es bei der Allianz so ist, ne? Immer auf den letzten Drücker kommen sie raus und dann picken sie die Flagge. Ja, ich meine, ich hätte ihn hinhalten können, aber seien wir mal ehrlich, das hätte nichts gebracht, einfach aus den Gründen, weil der Boy, dann hätte irgendjemand anderes die genommen, ne? Wäre natürlich vielleicht gut für uns gewesen, wenn es jemand anderes genommen hätte, ja? Da muss ich auch so fair und ehrlich sein, aber... Ja, es war von vornherein klar, dass das so kommen wird. Ich bin nur überrascht, dass der Junge einfach mal 2 Millionen an Leben hat. Sehr, sehr viel. Wird nicht so einfach, da durchzukommen. Gerade wenn er noch so ein paar Backups hat. Ja, ich muss gucken, wie wir das Ganze anstellen werden, weil unser wird jetzt nur so halb gedefft. Unsere Boys versuchen gerade in diese Angriffsposition reinzukommen. Ich muss schauen. Ich muss erstmal auch ein bisschen spekulieren, falls er sterben sollte, dass da irgendjemand noch da ist, der die Flagge picken kann. Weil wenn der tot ist, sind wir im Arsch. Dann haben wir schon direkt verloren. Also ein Punkt so. Dann müssen wir gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell jetzt unsere Kollegen hier kommen können und da irgendwas zu machen. Vor allem, wenn er sich jetzt auf dem Flankenmast auch draufstellt. Not good, so, ne? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist genug, das könnte genug Damage sein, um ihn im Arsch zu machen. Ja, das wird der Draktür nicht gegenheilen können. Also nichts gegen den Draktür, die haben manchmal sehr gute Heilung, aber bei ihnen ist es ja auch so, die Heilung muss ja auch ein bisschen erstmal wirken. Er hat ja zum Beispiel so Healing Abilities, die erst nur ihr volles Potenzial entfalten, wenn er es ein bisschen gecastet hat. So, ne? Und wenn er da so die schwachen Healings macht, das bringt die ja gar nicht so. Das ist halt so der Nachteil an so einem Draktür, ne? Eigentlich haben sie eine gute Healing-Passion so, aber es braucht halt ein bisschen Zeit, bis er so aus dem Puten kommt und da so ein bisschen das Maximale da rausholen kann. Eigentlich gut für uns. So, in dem Sinne beschwere ich mich darüber nicht. Wir gehen direkt rüber, weil ich hatte jetzt kurz die Hoffnung, oder was heißt die Hoffnung? Ich habe kurz vermutet, eventuell schaffen sie es nicht. Aber funktioniert ja doch einigermaßen gut. So, Jägermeister kommt jetzt mit rein. Ja, habe ich schon gesehen. Druide wird ihn gleich wahrscheinlich attackieren. War das nicht gerade ein Druide? Ich habe doch gerade einen Druiden gesehen. Ich habe doch so ein Druidenfell gesehen. Oder bilde ich mir das mal wieder ein? Ich hab's mir eingebildet. Gut. Nicht so hastig. Bro, du musst laufen, weil so viel Zeit kann ich dir leider nicht kaufen. Ja, sehr schön. Wenigstens die Slows kicken gut rein.
Ich muss sie töten. Leider habe ich gerade ein bisschen reingekackt bei meinem Ding. Und ja. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Was ist das denn? Was ist das denn? Was wird das denn, wenn es fertig ist? Was bist du für eine Memme? So, ich schalte ihn einfach auf, bevor er überhaupt anfängt, irgendwie ernst zu machen. Ich muss näher ran. Das ist sehr gut, so. Perfekt, 2-0. Ja. Und jetzt, mein lieber Freund, was machen wir jetzt? Ich habe das war's Ziel. Für dich. Ja, gut. Sehr schön. Da hat der Jägermeister auf jeden Fall saubere Arbeit geleistet. Aber man muss ihn auch sagen, ey, ich will mir hier jetzt nicht wieder selber auf die Schulter klopfen, aber... Ich habe ihn gut Zeit gekauft, ne? Den Jäger einfach auf mich gedrückt, den einen in den Stun gedrückt, also besser konnte ich ihm da nicht aushelfen. Das ist wirklich das Maximum, was ich als Rogue so rausholen kann an Hinhalten. So maximal 3, wenn du noch schaffst, noch vor dem Kampf eine Kopfnuss irgendjemand da reinzusetzen. Aber ansonsten war es das. Mehr kannst du da halt auch nicht machen. So, ne? Wenn du natürlich mega krass bist, könntest du 4 Stunts rausdrücken. Also quasi fieser Trick. Kopfnuss, Blenden und noch Nierenhieb gegen irgendjemanden. Aber das sind alles ja auch sehr, sehr unterschiedliche Stunts. Ne? Der eine macht 3, der andere macht 5. So, da kann man nicht, da kann man sich nicht immer so hundertprozentig darauf verlassen, dass das so gut funktioniert. Deswegen, ja, gehe jetzt erstmal zurück. Ich glaube nicht, dass er mich aus den... Ja, weiß ich nicht. Muss mich ein bisschen absaven. Leider sehe ich gerade nicht Support, den ich gebraucht hätte. Wo ist er? Ey, warum wird mein Rogue, warum darf mein Rogue einfach so durch, aber ich nicht? Ja, ich bin dead. Okay, guys, dann nicht. Stand schon so halb da. Einer hätte auch kommen können, mich healen können, wäre ganz nett gewesen, aber nee, ich bin ja nicht Jägermeister, weißt du, ich bin ja kein Getränk so. Dementsprechend, ja, funktioniert das nicht. So, welcher kleine Hund war das gerade? So, du kleiner Pimmler. Ich habe gesehen, dass du das gerade warst, der mir gerade hier die Show vermasselt hat. Weißt du, was man mit solchen Menschen macht, die mir die Show stehlen? Sie werden ausgemustert. Du kleine miese Ratte. Das ist persönlicher Grudge jetzt, den ich hier habe. Ja, flieh. You fool! Ja, nicht mehr so witzig drauf, hä? Ich muss näher ran. Drecksack. Wenn ich mal wenigstens die Momente bekomme, zuzuschlagen, dann tut die Scheiße auch ein bisschen weh. So. Eisblock. Keine Zeit für diesen Scheiß hier. Dafür habe ich jetzt null Zeit. Wir gehen jetzt mal und gucken, ob wir helfen können. Ja, wenigstens, Gott sei Dank, wird ja wenigstens er irgendwie gedefft. So, ist ja schön. Ist ja wirklich wunderschön, dass ihr wenigstens er den Support bekommt, den ich da nicht bekommen habe. Bin ich ein bisschen zäute, dass ich den Support nicht bekommen habe? Leicht schon. Muss ich ehrlich sagen, schon leichter Zäut ist drinne. Ist es schlimm? Nö, weil wir werden ja trotzdem gewinnen, so. Das kann mir eigentlich recht Latte sein. So, jetzt gehen sie alle auf mich drauf. Wenn sie auch machen, ist okay. Ja, Diggi. Ja, und jetzt hast du mich gekillt, Bro. Ich applaudiere. Trotzdem hast du reingeschissen, Diggi. Ja, ich würde sagen, wir haben einigermaßen mehr offensive als defensive Arbeit geleistet, was für uns ungewöhnlich ist. Aber ey, gewonnen ist gewonnen. In dem Sinne, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. See ya.